Herzlich willkommen beim SV Werplo. Mein Name ist Johannes Behn, ich bin der erste Vorsitzende hier und wir befinden uns im schönen Emsland mitten auf dem Hümmling, im Herzen des Emslandes, in einer 1200-Seelen-Gemeinde namens Werplo. Und wir haben derzeit 450 Mitglieder im Verein aktiv tätig, das heißt jeder Dritte hier im Ort. Neben dem aktiven Sportlern haben wir natürlich auch noch einige Ehrenamtliche. Bis zu 60 Leute sind das, die hier für den Verein aktiv sind, manche auch in Doppelfunktionen. Als Sportanlagen haben wir zwei Fußballplätze, eine Turnhalle, eine Bowlanlage, einen Reitplatz und ein Vereinsheim mit einem Bewegungsraum. Ich begrüße Sie hier auf dem Reitplatz in Werplo, auf sogenannten Bullavue. Wir haben uns 2001 gegründet, sind da im Sportverein integriert. Unsere Mitgliederzahl ist im Moment, glaube ich, bei 35. Und wir würden uns auch auf Mitglieder aus anderen Gemeinden freuen, wenn die einen schönen Reitplatz zum Training oder zum Spaß für die Kinder suchen werden. Hallo, ich bin Annemarie Lux und ich bin tätig für den Sportverein Werplo. Ich habe drei Sportgruppen, montags die Power Fitness Dance, dienstags die Walking Gruppe und donnerstags die Männergruppe, die heißt Katzenbuckel. Für unser kleines Dorf, was 1200 Einwohner hat, haben wir ein Sportprogramm, was wirklich jeden Tag was zu bieten hat. Hallo, mein Name ist Martin Schmitz, ich bin hier Leiter von dieser Abteilung Buhl und wir haben diese Sportart vor circa ein, zwei Jahren hier in Werplo gegründet und halt eben für die Generation, sagen wir mal 40, 50, 60 plus, nach oben gibt es keine Grenzen, die halt eben so ein bisschen gesundheitliche Einschränkungen haben oder andere Sportarten nicht mehr so ausführen können. Und dafür ist es halt, es ist für Frau, für Mann, für jedermann, ist für jung, alt. Jeder kann diese Sportart ausführen und daher ist es für alle Leute hier aus der Ortschaft was.